Heute waren wir bereits um 6.30 Uhr im Restaurant, obwohl wir wussten, dass das Frühstück erst ab 7 Uhr bereit ist. Als wir an unserem Tisch Platz nahmen, wurde aber sofort Kaffee gemacht und kurz darauf landeten auch Croissants und Marmelade auf dem Tisch. Pünktlich um 7.15 Uhr, wie ausgemacht, finden wir uns dann beim Golden Sea ein. Ma Shui Sin ist bereits auf den Markt gefahren, um Schweinefleisch zu kaufen. Je später man zum Markt kommt, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, Schweinefleisch zu bekommen. Also fahren Doris, ich und Cole zusammen los, um das erste der möglichen Grundstücke für Ma Shui Sins Bruder zu besichtigen. Es liegt noch direkt im Yapin auf einem Hügel, der einen schönen Blick auf das Meer erlaubt. The other one is, I think it's for his friend or maybe That's a great place, huh? Den Nachbarhügel hat ein Kanadier über einen burmesischen Strohmann gekauft. Er hat hier ein Holzhaus gebaut, ist aber nur ein, zwei Monate im Jahr da. Kam beim Pew, Le, Doris und ich erklimmen nun den zum Verkauf stehenden Hügel. Take care. Einen kleinen Nachteil hat das Grundstück auf jeden Fall. Es gibt hier einen Friedhof. Und gleich daneben befindet sich auch ein kleines Kloster. Le erklärt uns, dass die Verwaltung die Gräber entfernen lassen wird, wenn das Grundstück gekauft wird. This is by power from the government. So the ghosts and the nuts and everything must be moved. Yeah. And the other one we have to near. Hier nochmal ein Blick auf die schönen Holzhäuser des Kanadiers und gleich darunter das kleine Kloster. Der Ausblick von diesem Hügel ist aber schon sehr schön. What's the place of this? What's the name of this place? Miabie. Miabie. Yes. This is it, Miabie. Yeah. Bevor wir weiterfahren zum nächsten Grundstück, geht es nach Jagtar zum Markt, um Ma Shui Sin abzuholen. Das Auto hat Le übrigens erst vor kurzem gekauft. Der Preis umgerechnet 800 Euro. Natürlich ein Gebrauchtwagen. In Jagtar treffen wir dann auf Ma Shui Sin. Sie hat bereits fürs Golden Sea eingekauft und zusätzlich Unterwäsche für Doris. Nämlich die typisch burmesische Unterwäsche, die die Frauen unter den Lounges tragen. What's the price? Die Einkäufe für ihr Restaurant wird dann ein anderer Wagen zum Golden Sea bringen für 200 Chat. Bevor wir nun weiterfahren, um das nächste Grundstück zu besichtigen, möchte uns Le noch die Straße zeigen, die hier jetzt gerade neu gebaut wird. Kurz beobachten wir die Bauarbeiten und dann geht es weiter zum nächsten Grundstück, das in Jagtar liegt. Das Grundstück scheint in einem verschlafenen, ganz kleinen Örtchen zu liegen. Sogar einen kleinen Laden gibt es hier, den einzigen, soweit wir sehen. Für uns wäre die Gegend wahrscheinlich trotzdem nichts, scheint jedoch ständig irgendwo Musik zu laufen. A prayer? Or is this music? No, it's music. Hmm? Ah, no, it's just religious song. Religious, huh? It's just a full This loud from the pagoda. Yeah, yeah. Auch religiöse Musik von der Pagode ist Musik.
Oh. Kanban Pew ist nicht kalt, er schützt sich nur vor der Sonne. In dieser Ebene wird reichlich viel Landwirtschaft betrieben, hier Erdnussfelder. Der Ertrag wird mit dem Ochsenkarren zum Markt geschafft. Schöner Blick ist hier, gell? Marsh Visin möchte Doris gerne erklären, welche Pflanze das hier ist. Das englische Wort kennt sie aber nicht und möchte Lee fragen. Der ist aber gerade mit seinem Telefon beschäftigt. He's busy. Viele Menschen leben hier nicht. Eigentlich gibt es nur eine Nachbarsfamilie. Hey, you doing? Ja. Lee kündigt unser Kommen mit seinem Rufen an. Dieses Grundstück hier, ebenfalls auf einem Hügel gelegen, ist ungefähr dreimal so groß wie das erste Grundstück und bietet ebenfalls einen fantastischen Rundumblick. This is another border. Mhm. Starting in, so we have to, I have to show. Um diesen Ausblick zu genießen, muss man aber erstmal den Hügel besteigen. Da hier noch nichts gerodet ist, ist der Aufstieg ziemlich schwer. Ah, da, das ist die andere, das ist wieder die andere. Ja. Das ist wieder die andere. Nachteil bei diesem Grundstück ist, dass das Nebengrundstück einem Hotelier gehört und niemand weiß, was er damit plant. Das ist schön als Erste. Schon hat sich's in Kanadier. Ja. Nachdem wir wieder vom Hügel herabgestiegen sind, unterhalten wir uns noch mit der freundlichen Nachbarsfamilie. Marsh Visin versucht den Grundstückspreis in Euro umzurechnen. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, weil das Zahlensystem in Burma wirklich ziemlich komplex und kompliziert ist. Kanban Pew ist gestürzt. Aber Marsh Visin weiß ihn zu trösten. Dann geht es über die Felder zurück zum Auto. Der Dorfbrunnen ist schon ziemlich erschöpft. Da ist nicht mehr viel Wasser drin. Ha? Echo, hallo. Wir kehren zurück in unsere Villa ins Aureum Resort, wo gerade eine Horde Franzosen eingefallen ist. Diese französische Reisegruppen bleiben gerade mal 2-3 Tage. Gott sei Dank sieht man sie nicht viel, da sie immer auf die Nachbarinsel übersetzen zum Picknick. Pünktlich nach dem Sonnenuntergang sind wir wieder im Golden Sea bei Lee und Marsh Visin und können uns wie immer kaum entscheiden, was wir essen sollen. Kanban Pew genehmigt wieder die Fotos, die Doris von ihm gemacht hat. So sweet. Jeden Abend, pünktlich um 20.30 Uhr, meldet sich auf unserer Terrasse ein Vogel zu Wort, den wir noch nie zu Gesicht bekommen haben. Heute ist es uns endlich mal gelungen, seine Laute auf Video aufzunehmen. Man höre und staune. Wie lange geht's noch? Wo ist der?
Wir wissen nicht, wie er aussieht. Aber er kommt jeden Abend. Aber er kommt jeden Abend.